Ein herzliches Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Toto Arkad Thorsten mit dem Clan True Warriors. Nachdem ich meine Aufnahme ja gestern etwas verpatzt habe, das heißt, ich habe vergessen, den Ton anzustellen bzw. das Mikro auszumachen oder auch anzumachen, habe ich mich aber trotzdem entschieden, die Folge einfach mit ein bisschen netter Musik im Hintergrund hochzuladen und ich denke, das kann man auch mal machen. Das hat hoffentlich auch euch gefallen, dass ihr mein Gebrubbel mal nicht hört. Aber nichtsdestotrotz, heute müsst ihr es wieder ertragen. Und wir gehen nochmal in den letzten Clankrieg rein, weil der neue Clankrieg schon läuft. Wir haben also gut 76-48 gewonnen. Ich habe heute, muss ich sagen, nicht viel vom Clankrieg sehen können, da wir heute schon sehr, sehr früh aus dem Haus waren. Ich muss sagen, so viel frische Luft wie heute hatte ich die letzten Wochen schon nicht mehr. Ich muss sagen, ich bin platt wie eine Maus. Ich bin echt durch Wind und Wetter gelaufen. Wir waren so ein bisschen am Wasser, was allerdings gefroren war. Wir waren so ein bisschen im festeren Land und sind spazieren gegangen wie die Irren. Und wie schon beschrieben, ich bin wirklich ein bisschen platt jetzt und habe allerdings im Nachhinein noch ein bisschen was gesehen. Und ich glaube, wir gehen einfach mal rein hier in den Kampf von Jennek. Ob das jetzt der erste oder der zweite Kampf ist, sei mal dahingestellt. Ich habe die Reihenfolge jetzt auch nicht vorher festgelegt. Das sollte ich vielleicht mal machen. Dann werden die Folgen auch vielleicht so ein bisschen strukturierter vom Inneren. Aber habe heute ich bin tagsüber zu nichts gekommen. Wie gesagt, gerade wenn man schon mittags losfährt, so eine Stunde nach dem Aufstehen oder zwei, dann muss man sich erstmal wieder aufrappeln. Ich habe mich auch eben mal ein halbes Stündchen hingelegt, aber mir sind sofort die Augen zugefallen. Und da ich noch eine Folge drehen wollte, habe ich das auch ganz schnell wieder abgebrochen, um noch eine Folge für heute zu drehen. Ich denke mal, kommt auch ganz gut, kommt auch für mich ganz gut, komme ich noch ein bisschen in Schwung. Will nämlich nachher noch ein bisschen farmen. Bei mir läuft ja heute noch was aus. Ich denke mal, das gamme ich noch so das ein oder andere Stündchen, weil so lange bis tief in die Nacht wollte ich dann doch nicht aufbleiben. Und so bekommt ihr wenigstens noch eine Folge zu sehen. Ja, das sind schön 3 Sterne. Da hat er natürlich Glück, dass hier hinten gar nichts mehr von den Hogs weggeht. Und unten sind noch ein paar Bowler unterwegs. Jawohl. Super. Guter Angriff hier. Ich habe tagsüber nur so ein bisschen gespendet, konnte aber nicht wirklich was machen. Und vor allen Dingen auch am Handy mache ich auch nicht wirklich gerne Angriffe, muss ich sagen, wenn ich denn in der Pflicht stehe. Im Moment spiele ich ja kein CK, weil meine Queen noch 1 bzw. 2 Tage pennt. Und ich muss mal eben gucken, was wir gestern schon gesehen haben. Die zeige ich natürlich heute nicht nochmal. Da haben wir den Avatar mit einem Luftangriff auf die Nummer 17. Hat sich also entschieden. Ich glaube, er hat vorher schon mal 1-2 Kämpfe auf die Base gesehen und hat sich jetzt hier entschieden, mal den langen Weg zu gehen. Ich kann es ruhig mal erklären, weil ich ihn ganz gut kenne. Und die erste La erwischt er in jedem Fall. Das ist die jetzt da nahe am King ist. Und der Feger geht auch mit weg. Die Clanburg kommt jetzt allerdings ein bisschen spät. Ich persönlich komme der Clanburg immer sehr gerne entgegen. Wäre hier vielleicht auch nicht schlecht gewesen, aber vielleicht hätte ich nicht so viel Lars erwischt. Aber ich hätte noch die Queen dann sicherlich erwischt. Er ist hier noch ganz gut jetzt in der Mitte. Hat noch einen Wut. Jetzt fällt aber in der Mitte schon die zweite La. Aber ihr seht selber, da oben eiert die Queen rum und in der Mitte lauert ein Drache. Musste jetzt aber trotzdem schon mit den Hunden rauskommen. Und in der Mitte ist auch noch eine Queen. Die hat er jetzt natürlich nicht mehr mitgeschafft. Aber ich glaube, die Lava-Welpen schaffen das. Weil wir haben ja gesehen, das war auf jeden Fall ein 3-Sternkampf. Und da ist die Queen schon Geschichte. Sehe ich jetzt erst. Und ja, da hat er echt ein bisschen Glück gehabt mit den Pups. Der Drachen lebt hier immer noch. Jetzt ist er erst weg. Donnerwetter. Okay, den Rest machen natürlich jetzt die Lava-Welpen und die Loons. Die lohnt schön mit ihrem Flächenschaden. Und
Da segnet jetzt auch der King das zeitliche. Jawohl. Sauber, super, 3 Sterne. Guter Angriff. Was haben wir noch? Wir haben den Maste, wir haben den Lukas. Lukas, sein Angriff auf die 10. Okay, Rathaus 10 auf Nummer 14. Auf ein Rathaus 9. Soweit ich weiß, hat den vorher, habe ich gestern Abend schon gesehen, hat den jemand mit 94% gemacht. Ich meine, es war der Alex mit dem Packerwalk. Bisschen unglücklich, hat ein bisschen was an der Zeit noch gefehlt. Aber zu diesem Zeitpunkt hier, auch als Lukas angegriffen war, war der Clankrieg schon entschieden. Wollen wir gerade schneller machen. Und so hat sich der Lukas hier durch die Base gefressen, muss man sagen. Aber kommt hier ganz gut durch. Überall sind Truppen. Das ist immer ganz gut für die Verteidigung. Dann weiß sie auch nicht unbedingt, wo sie hinschießt. Gerade die Punktverteidigung. Aber jetzt müssen sie noch durch die Tesla-Farm durch. Aber die Riesen sind natürlich voll in Heilung. King und Queen noch dahinter. Jawohl, King gezündet. Der geht jetzt auch noch durch. Jetzt sind es aber schon empfindlich wenig Truppen geworden, aber der eine Heiler reißt immer noch ein bisschen was. Da oben kommen noch mal Skelette raus. Noch mal ein paar Abräumbogis. Jawohl, sauber, 3 Sterne, wunderbar. So, wir gucken weiter. Die 13, der Donner. 13 auf 13 war also ein Erstkampf. Was macht der Donner? Donner hat gestern einen Golalun gemacht, sehe ich gerade. Mit 2 Golems, 1 Golem aus der Clanburg, das heißt dort der Max-Golem drin. Kommt hier jetzt also gut in die Base rein. Ich denke mal, Ziel war eigentlich nur, eine La zu schaffen. Aber soweit ich weiß, hat er dort 2 Lars geschafft. War nämlich wirklich ein guter Angriff auf das Rathaus. 9er Dorf ist es ja eigentlich. Er hat nur ein 10er Rathaus im Moment. Baut sicherlich ein bisschen was aus. Und kommt hier aber richtig gut mit allen Truppen in die Mitte rein. Erste Lars ist weg. Jetzt schickt er die Hunde von relativ weit weg, damit die Außengebäude da oben auch machen. Die Verteidigung, den Bogenschützenturm und auch den Magierturm. Hier kommt noch ein Hund mit dazu. Das heißt also, dass hier 2 Hunde auf den Lars hängen. Und unten tankt noch ein Golem. Queen ist in der Mitte, macht das Rathaus. Auch hier stelle ich jetzt mal ein bisschen schneller. Links kommt er schon mit Clean-Up-Truppen. Und jetzt zündet er die Queen, damit er ein paar Bogenschützen hat für den King. Jawohl. Das sieht gut aus. Schade, der letzte Hund platzt, glaube ich, nicht mehr, aber hat genug Welpen in der Base, die die restlichen Gebäude machen. Und so waren das hier im hohen Bereich. Gute 3 Sterne, guter Angriff. Der CK war auch ganz gut. Vom Gegner war er suboptimal. Wir hatten uns ein bisschen mehr ausgerechnet, aber viele haben nicht angegriffen. Viele haben auch komisch angegriffen, muss ich sagen. Und so war das eigentlich ein CK, der, den habe ich gestern schon gezeigt von Hank, sehe ich gerade, der von uns schon sehr stark dominiert wurde. Und wir, glaube ich, relativ verdient gewonnen haben. Ja, den können wir uns ruhig angucken. Das ist ein RH11 auf eine RH10. Habe ich auch noch nicht gesehen, was der Joker gemacht hat. Im ersten Angriff hat der Joker einen Stern auf seinen Gegenüber gemacht. Den haben wir, glaube ich, auch so stehen lassen. Und kommt hier gut rein mit Bowlern und Walküren. Bowler allerdings nur so ein paar dabei. Die Walküren fressen sich gut durch. Und die Queen, sehe ich gerade in der Mitte, frisst sich mittig ganz gut durch. Da war zwar schon Inferno drauf, aber ist nicht so tragisch. Da fällt das Rathaus. Jawohl, 49%. Er hat noch 2 Bogies. Mal gucken, wo er noch tote Sachen hat. Ah, hier oben ist er rausgekommen. Okay. Und dann hat er sich die 50% hier reingemogelt.
was ich absolut in Ordnung finde. Mit dem Lakaien hier auf die Kanone. Und dann wären es vielleicht noch ein paar Prozente mehr gewesen. Der Bogenschützenturm hätte dann erst ab hier, naja, 2%. Hätte nicht viel gemacht. So hat er hier gut 52-53% macht er. Und aber zweite Stern, der oben noch in der Base, glaube ich, fehlte. Oh, da kommt noch ein Prozent dazu. Na, 30 Sekunden, 28. Das könnten noch... Na, wird das noch was? Es werden 53%. Okay, ist dabei geblieben, ist die Zeit abgelaufen. Super Angriff. Was haben wir hier oben noch? Ein Stern, ein Stern. Ich glaube, das ist in Ordnung. Die gucken wir uns ruhig an. Dann haben wir auch mal einen Elfer gesehen. Am heutigen Tag, der hier oben beim RH-11 angegriffen hat. Das ist der Norman, so wie ich es gelesen habe, war es wohl relativ knapp, dieser Kampf. Hat sich für Drachen entschieden. Ich muss sagen, Norman kann aber auch eigentlich ganz gut mit Lufttruppen angreifen. Das ist ja immer noch nicht mein Ding. Mein Ding sind nach wie vor Bodentruppen und vielleicht auch auf den RH9 irgendwie ein Golalun oder so, aber so rein mit Drachen. Meine sind auch noch nicht so hoch. Ich habe noch ganz andere Schwerpunkte, als dass ich mich darum kümmere, dass meine Drachen hochkommen. Und die halten aber richtig verdammt viel aus, muss ich schon sagen. Da frostet er den Adler. Und vor allen Dingen den Feger, der wacht jetzt natürlich gleich wieder aus. Jetzt kommt er raus und schiebt da bestimmt die Drachen raus. Ja, das ist natürlich immer ein bisschen kacke. Aber jetzt war der Feger auch Geschichte. Und er frostet hier nochmal in der Mitte. Und jetzt gucken wir uns das mal an, wie knapp das war. Ich glaube im Chat stand, dass es sehr, sehr knapp war. Gucken wir mal, der Drache. Ja, ein paar Prozentchen fehlten da doch noch. So knapp war es denn doch nicht, aber es war knapp. Ja, so knapp war es noch nicht, aber es war knapp. Ich sehe gerade, er hat auch ohne Queen angegriffen, hat gar keine Queen gehabt. Von daher würde ich schon fast sagen, ist der Stern schon in Ordnung. Da hat man nicht mehr unbedingt den Anspruch, dass es zwei Sterne werden, sondern dass es ein guter Einstern wird. Und das wird es ja auch mit dem King in der Mitte, kann er noch zünden, dass er vielleicht noch durch die Mauer geht, noch ein paar Prozentchen holt. Jetzt sind es auch erst 50, sehe ich gerade. Guck mal weiter. Na, da hat er Glück gehabt. Ja, gut. Okay, sieht gut aus. War ein guter Krieg, haben wir gut dominiert. Und hat sicherlich auch Spaß gemacht. Ich habe ja, wie gesagt, nicht viel mitbekommen. Aktuell haben wir bei Clash of Clans ein Event. Noch 11 Stunden 38 Minuten. Ich habe das gestern schon hinter mich gebracht, weil mir das ganz gut passte. Ich hatte ja zuvor nur mit Kobolden gefarmt. Im Hintergrund sieht man das Lager relativ voll und habe gedacht, komm, das machst du ein bisschen mit, das Event. Vor allen Dingen habe ich die jetzt immer noch im Bau, will also noch weiterhin so ein bisschen was farmen, nämlich das Dunkle, damit meine Queen dann weiter ihren Weg auf Level 40 geht. Auf 37 habe ich sie dann in zwei Tagen, mal gucken, 173, 177 oder so brauche ich für Level 38 dann und ich sehe gerade, ich bin auch abgefarmt worden. Das habe ich hier noch gar nicht beobachtet. Okay, ich habe ein bisschen was verloren, nicht viel. Aber etwas, dann wollen wir die Sache mal reparieren und wollen gleich ein bisschen weiterfarmen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, was es auch immer für eins wird. Ich hoffe, es wird eins mit Ton und ich kann euch schöne CK-Angriffe zeigen. Von uns oder auch mal vom Gegner, wenn der denn auch mal ein paar schöne macht. Und wenn das also gewünscht ist, weiß ich nicht, ob man auch Gegnerangriffe zeigt. Ich gebe dann immer unsere Dörfer preis, was ich natürlich nicht so gerne mache. Und aber wenn der Gegner wirklich einen guten Angriff parat hat, dann soll er auch gezeigt werden. Ich würde sagen, ich verbleibe bis die Tage. Euer Toto, clasht.